Wrestling erwartet viel von dir, wenn du es wirklich ernst nimmst. Ich kam an, ich war niemand. Aber als ich da drin war, habe ich mir versprochen, dass ich nie aufgebe. Ich musste erstmal gegen die Vorurteile kämpfen. Und dann habe ich es einfach getan. Ich habe dann immer mit 20 Jahren angefangen, mit meinen Traum zu verfolgen. Da wusste ich, wenn du dann den Traum-Wrestling irgendwann haben möchtest, dann musst du erst die Realität, das Fundament aufbauen.